Giancarlo Teacher meldet sich mit einem neuen Video und heute mit Regelstrecken ohne Ausgleich. Dazu jetzt im Video mehr. So, der Clou bei Regelstrecken ohne Ausgleich ist nun mal, das steigt die ganze Zeit, ja. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Füllstandsregelstrecke haben, eine integrale Strecke, eine i-Strecke, ja, solange y hier ungleich 0 ist, ändert sich eben entsprechend auch eben mein x, ja. Der Regler denkt sich die ganze Zeit, oh scheiße, ich habe hier aber eine Regeldifferenz, ich muss hier etwas tun, ja. Hier unten habe ich zwar ein Ablassventil, aber wenn hier der Zufluss zu hoch ist, dann steigt und steigt und steigt das Wasser bis, naja, das Ganze überläuft, ist klar. Das Ganze heißt, i-Strecke oder Integrierstrecke, da Änderungen von x aufsummiert werden, das heißt addiert werden, plus und plus und plus, es wird immer, immer mehr, ja. Ihr seht hier die Sprungfunktion, ja, ich habe hier T0, okay, alles klar, hier ist noch alles okay und jetzt ändert sich was hier und zwar kriegt mein Regler das mit, okay, ich brauche hier ein bisschen Flüssigkeitszufuhr. Heißt, y wird aufgemacht, Wasser fließt rein und meine Sprungantwort sieht dementsprechend aus. Da ändert sich jetzt nichts, es wird aufsummiert, ja. Eine reine i-Strecke werdet ihr so nicht finden. Und die TI, die ihr hier rauslesen könnt, ist die sogenannte Integrierzeit, ja, bis mein eigentliches x erreicht ist. Aber wir wissen, okay, bei der i-Strecke steigt immer weiter und dementsprechend ist das die Anstiegsgeschwindigkeit. Also Regelstrecken ohne Ausgleich haben keinen neuen Beharrungszustand. Das heißt, die Kennlinie wird niemals wieder irgendwie flach verlaufen. Die Integrierzeit ist natürlich was ganz Feines, weil wir können ja dann den Anstieg unserer Strecke, ja, unsere Kurve, wie steil die steigt, können wir natürlich beeinflussen. Und das ist eben etwas, wo man sich dann überlegt, okay, wenn man jetzt P mit Ausgleich plus I, dann kann man den P ja viel schneller machen. Und das ist etwas, was bei mir im Podcast behandelt wird. Hört da unbedingt rein. Regelstrecken ohne Ausgleich im Elektrotechnik-Podcast bei Giancarlo the Teacher.